Hier haben wir Schlorox und Tinkerleo in ihrer natürlichen Umgebung. Während wir warten, dass die Alten da hinten fertig werden mit Fotos machen. Seit acht Jahren. Seit acht verfickten Jahren. Wie viele Bilder kann man eigentlich von sich selber schießen? Ich möchte, dass du nachher auch so eine Pose machst. Ja. Ist irgendwo ein Flugzeug. Können wir den Ballon gleich platzen lassen? Nehmen wir gleich den Ballon platzen lassen. Purzeln die alle da runter, weil die sich hier stellen. So sieht das aus. Ein bisschen gucken, wenn alle sitzen. Ist das laut, wenn so ein Ballon platzt? Ja, schon. Echt? Ja, und hier sind ja alle total am Chillen. Wenn das hier Bumm macht, dann purzeln die echt alle darunter. Einen würde ich machen, ich würde nur nicht zwei, dann kann man nur sagen. Ich meine, obvious, die sehen ja. Also, ich habe das im Video gesehen, der Ballon wird halt schon ziemlich groß. Die sollen jetzt mal nicht Auge machen, ne? Oh, wow. Das Outtake-Video wird besser wie der Vlog. Die sollen mal nicht Auge machen. Yeah, take a picture of me doing this move. Take a picture of me doing this move. Der macht jetzt Fortnite-Tänze. Ja, aber sie sind ja zumindest leise, wir können ja schon mal, oder? Ja, lass uns anfangen. Du fängst an. Nee, das Ganze knicken. Schnuckis, jetzt sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Ich sehe halt überhaupt nichts. Möchtest du meine Sonnenbrille? Weißt du, wie ich dann aussehe? Bestimmt süß. Ja, okay, kein Problem. Wow. Egal, ich behalte jetzt auch. Weiter im Text. Mit dem Thema Break the Bubble und haben uns da sehr gut mit identifiziert. Aber was hat das mit Opel zu tun? Was hat das mit Opel zu tun? Das hat Flugzeug. Das Flugzeug ist nicht von Opel. Sagst du nochmal? Ja, das sieht. Aber was hat das mit Opel zu tun? Klappe die zweite. Aber was hat das mit Kriegen wir das etwas umgestellter hin? Okay, aber das, was du davor gefragt hast, war gut. Ich weiß nicht mehr, was ich gefragt habe. Du hast eigentlich nur gesagt, wer ist eigentlich dieser Opel und warum macht er so viele Autos? Warum macht Opel so viele Autos? Wo ihr euch das Thema Corsa E, E-Mobility von Opel einmal anschaut. Ja, und den Corsa E seht ihr jetzt. Geht gar nicht ohne Sonne, ja, weil die Sonnenbrille ist halt. Die ist also, Killer. Dieses andere. Ne? So, Take 2, ne? Warte. Nur so weit. Ja. Ihr Schnuckis, wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Und um euch mal aufzulösen, wo wir die ganze Zeit gesagt haben, wieso sind die so laut? Flugzeug. Ein bisschen aufgelockert. Ja, so ein bisschen, ne? Na, wo fliegst du hin, mein kleines Pferdchen? Nee, ich werd angeflogen von so Mistviechern, Alter. Sieht aus wie eine Kuh oder was? Ja. Yeah. Aber dann der Aktor, ja, ich schicke schon mal das Aktor. Leon, was ist eigentlich Break the Bubble? Ich sehe halt gar nichts. Ist ja auch egal, du musst ja nichts sehen. Okay, ich muss nichts sehen. Du musst nichts sehen. Die müssen uns sehen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja. Muss ich sagen, war das der beste Schritt, den wir hätten machen können. Was? Ja. Absolut. Aber... Du wolltest fragen, was das mit Opel zu tun hat. Meine Lieblingsfrage. Was hat das eigentlich mit Opel zu tun? Das haben wir aber gerade schön gemacht, oder? Ja, super geil. Das Ding ist, bei 1,8 oder so ist halt sehr schwierig bei... Das ist das perfekte Outtake-Video. Also kamen wir es bereit. Ja. Ja? Klappe 1. Ja, habe ich gestern auch gelernt. Man klatscht immer. Ja, damit das für den laut im Ton ist und der weiß, wo er schneiden muss. Echt? Ja. Also entweder machst du das oder ha! Das ist ein bisschen peinlich jetzt, ne? Oh, wow. So, Freunde, wir sind in Genf. Und wir. Bla 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 bla. Oh, wow. Nochmal, warte. Cut. Du. Du hast gerade angefangen, ich dachte, du fängst jetzt an. Nein, du fängst an. Schatz. De la Poste. Aber nichts geöffnet. Hast du schon probiert, ob es geöffnet ist? De la Poste, geschlossen. Ja, ist tatsächlich zu. Und De La Poste, ja, warte, ich wollte... hat kein Geldautomat. Toste. Geld auch. Wir sind wirklich... Hammer!
Hast du Euro dabei? Ja. In Frankreich gibt's Euro! Euro. Ja, schön! Geil! Wir können Bus fahren! Auf Kammer sein Nacken! Kammer, kannst du uns zum Bus fahren? Ja, natürlich. Ne? Ich lade euch ein. Schreibe ich dann auf Schlussrechnung. Hier, das ist der Porsche von Schlorox. Deswegen auch VS. VS vom Schlorox. Von Schlorox. Okay, Markus? Tu mal so, als ob rechts was ganz Besonderes wäre, ne? Sehr gut. Ich sehe gerade Louis Vuitton, oh, Kammer, du Kackratze. Und das ist die Patek. Rolex. Direkt daneben dran ist der Patek. Ich glaube, das reicht. Ach, du brauchst noch ein Foto mit dem aufgeblasenen. Scheiße, ja! Ja, man muss auch mal für die Kamera auf die Straße gehen, ne? Let me go, go, let me go, go, let me go. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why are you trying to hold on, to hold on when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here. So won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window. I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Maybe I should have known that you are not the right one for me. Let go. Yeah.